Hallihallo, ich habe mal wieder ein Video und zwar habe ich bei Crafter.de bestellt. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommt das aus Spanien. Und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe ein bisschen Papier bestellt. Die hatten auch ordentlich Rabatt. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Den Karton an sich ausgepackt habe ich schon. Ich habe schon alle, ja, was an den Blöcken immer dran ist, diese Klebeteilchen schon entfernt, dass es nicht ganz so lange dauert. Und es ist auch ein bisschen was, deswegen fangen wir lieber gleich an. Also das ist das Erste. Das hat mich sofort angelacht, als ich das Paket aufgemacht habe. Total süß. Mit der Firma hier unten. Hier auch noch so ein kleinem Hashtag. Süße Karte. Kann man eventuell auch hier unten abschneiden, verwenden, das hinten einfach weiß. Ja. Dann war dabei natürlich ein Zettel, beziehungsweise eine, auch total süß hier, mit einem Lolli vom Crafter.de und halt hier Liste, was drin ist. Und dann, ja, fangen wir auch schon an. Zwar einmal habe ich das hier bestellt. Das ist so ein kleiner süßer Rahmen. Klebestempel. Ausprobiert habe ich noch nicht. Wie man sieht, ist noch verpackt. Von Dovecraft. Relativ klein. Aber ja, gefällt mir eigentlich gut. Gekostet hat er 86 Cent. Dafür durfte ich definitiv mit. Und dann habe ich noch den hier. Ein ganzes großes Set von Project Life. Das war auch im Angebot. Das war so ein super Deal oder so. Der hat gekostet 2,99 €. Ist halt hier so ein Baby-Teil, aber da sind eigentlich nur das Baby hier, das Girl, ABC und hier unten noch so eine Ente. Und den Rest kann man eigentlich auch so verwenden. So. Finde ich eigentlich ganz schön und für den Preis durfte das mit. So, dann kommen wir zu dem Papier. Hier einmal ganz knuffig. Ich habe von dieser Größe noch gar keine. Jetzt ein bisschen und ich finde die so süß. Wir blättern mal, also das sind 10 mal 10 cm. Nicht zu verwechseln mit Inch. Hier Zentimeter, wirklich echt knuffig das Teilchen. Und da sind 100 Blätter drin mit 20 Designs. Hier sieht man es einmal. Wir gehen es mal kurz durch. Sind auch einseitig bedruckt. Finde ich jetzt gar nicht schlecht, wenn man jetzt gerade mit, ja, stanzen will oder so, finde ich das echt cool. Ist jetzt hier so ein bisschen maritim gemacht, der Block. Und ja, der hat gekostet 2,85 €. Auch völlig in Ordnung. Jetzt jedes Design. Na. So, schwarz, denke ich.
Das müsste das letzte sein. Ja. Das war's. Den Block. Wie gesagt, 2:85 Uhr. So, dann gehen wir einmal hier zu. Das ist so ein Basics. Das sind wohl diese ganzen Muster hier drin. Der hat gekostet 2,99 €, 6x6 Inch. Das ist so ein, der verschweißt. Mal auch mal ganz kurz durch. Also, ich lege mal das Deckblatt beiseite. Die sind beidseitig. Machen wir erst eine Seite. Ich lege es ein bisschen hier hin. Na, die wollen nicht. Vier Stück. Einmal so. Und einmal so. Mit Schrift, die finde ich ganz besonders schön. Und mit Blümchen. Sowas finde ich auch immer schön. Und Rot ist jetzt was. Und das finde ich so noch gar nicht weiter. Und ja, bin jetzt nicht so der Rot-Fan, aber möchte ich ja vielleicht doch mal was Rotes machen. Pünktchen. Sind auch relativ fest, muss ich sagen. Steht das hier, was das ist? Nö, steht nicht dabei. Was es jetzt genau für Papier ist. Das erinnert mich voll an Oktoberfest hier. Und das noch. So, das war schon der Block. Das einmal beiseite. Dann, was hatte ich ja gesagt, 2,99 €. Jetzt kommt dieser. Der hat gekostet 3 €. Mal wieder 6x6 Inch. 36 Papiere, 12 Designs. Was mir auffällt, hier steht irgendwie ganz selten drauf, was es für Papier ist. Also da kann ich jetzt nichts finden. Nee. Ja, ist jetzt auch hier so mein Baby. Nix. Ich fange mal hinten an. Auch wieder einseitig. Man sieht schon, es ist unterschiedlich, ne? Hier sind jetzt mal wieder vier. Ganz kleine Pünktchen drauf. Das war jetzt wieder nur zweimal. Jetzt kommt das wahrscheinlich wieder viermal. Total süß. Ja, kleine Herzchen. Upala, kleine Herzchen. Hier diese zum Ausschneiden, so Tags. Dann haben wir hier einmal von American Crafts oder auch AC genannt. Ja, 36 Stück, 6x6 Inch, die sechs Farben. Auch hier steht mal wieder nicht dabei, was für ein Papier. Hier. Ich habe schon mal reingeguckt. Was kann ich gar nicht knicken hier? Muss mir jetzt ein bisschen anders machen. Also hier einmal so ein lila, doppelseitig natürlich. Das hat auch ein bisschen Struktur. Ich guck mal ran. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, doch, hier sieht man es. Ein bisschen Struktur hat es. Also so ein lila, dann haben wir hier so ein Korall, würde ich sagen.
Orange. Ist aber ein sehr schönes Orange. Hier so ein Braun. Ein kräftiges Grün. Und meine Lieblingsfarbe, Türkis. Jo. Der hat 2,99. Und dann habe ich den auch noch mal in einer anderen Farbe. Das war übrigens Tropical, nennt sich der. Der nennt sich Valentine. Auch wieder von AC. 36 Stück, 6x6 Inch. Ja, einmal. Also ist jetzt wieder Struktur alles gleich. Ist jetzt hier so ein richtiges Lila. Sehr schönes dunkles Rot. Sieht jetzt hier unheimlich hell aus, ist es aber gar nicht. Hier nochmal ein dunkleres Rot. Ich fängt es nicht richtig ein, wie es ist. Also es ist wirklich dunkel. Dann haben wir hier ein Pink. Rosa. Und Weiß. Weiß kann man eh immer gebrauchen. Ja, auch 2,99. Dann kommen wir jetzt zu We Are Memory Keepers. Das ist der Storytime. Mal wieder 6x6. Da sind drinne 36. Der hat gekostet 3 Euro. So, nein, wir gehen mal wieder von hinten. Das geht, glaube ich, schöner. Jetzt rutsche ich hier. Also wie man sieht, jedes zweimal einseitig bedruckt. Also Versand ging eigentlich auch relativ schnell. Also ich hatte ein bisschen, ja, darf ich, wie ich bin, per Überweisung bestellt. Und das hat sich natürlich etwas hingezogen. Aber der Versand hat, glaube ich, 3 Tage gedauert. Das kam mit DPD. Ja, also da wird es aus Spanien kommen. Eigentlich relativ flott. Ja, auch cool. Text. Das ist bei uns Englisch. Rotkäppchen und den bösen Wolf und den Schweinchen. Hier. Und dann hier noch so Text wieder. Ja, das war's. Der hatte ich gesagt 3 Euro. Dann haben wir noch ein We Are Memory Keepers. Und zwar den hier, High Five. Auch nein, der hat 2,99 gekostet. Mit Waschbären und wie war das jetzt hier? 2x18 Designs, also die wahrscheinlich jetzt alle einmal und dann später nochmal. Ein bisschen schneller, weil es kommt auch noch ein bisschen was. Das sind halt wirklich so ganz andere Sachen, also nicht immer nur dieses typische. Finde ich eigentlich ganz cool. Man möchte ja nicht immer das Gleiche. Ein bisschen schneller ist, sonst müsste es. Ja, jetzt geht es wieder von vorne los. Also hier, den zeige ich nochmal kurz. Diesen Sachen zum Ausschneiden oder auch nicht.
So, dann haben wir einmal den hier. Der ist wieder von American Crafts. Täuscht ein bisschen hier oben drauf, denn der ist Neon. Und das ist wirklich Neon. Ich hoffe, oh ja, man sieht's. Also es ist wirklich richtig, richtig pink. Ja. Total cool. Ich liebe sowas. Hier ist jetzt auch wieder unterschiedlich. Mal einmal, mal zweimal. Ich glaube, also hier sind auch welche mit Folie veredelt drinne. Die sind nur einmal und die anderen sind zweimal. Und hier jetzt, man ja so mit Gold. Das war jetzt einmal drinne und selbst die Dinger hier oben. Mega cool. Pink. Okay, das ist jetzt mal kein Neon. Hier ist wieder Folie. Oh, was ist hier? Das ist hier so ein. Okay, auch cool. Ich muss mal hier ganz kurz. Das drücken. So. Hier auch mega cool. Pinker Schrift. Hier ist wieder so ein Kochpapier. Cool. Dann haben wir hier einen Riesen. Das ist ein Basics mit 6 Designs und 180 Papieren. Und er ist wirklich super dick. Also, um mal einen anderen daneben zu halten, ist schon ordentlich. Ja, und wir fangen einfach mal an. Hier dürften auch. Also einseitig. Und ja, wir gucken mal durch. Das ist echt so extrem. Also müssten jetzt immer 5. Nee. 3. Ach, das habe ich doch eben gelesen. Nee. Steht jetzt so genau nicht drauf. Naja, wir gucken mal. Punkte. Also es sind jetzt halt immer unterschiedliche Farben und jedes Mal die gleichen Designs. Das Blümchen, dann kommen die Punkte, das Karo-Muster und jetzt einmal das Ganze in hellblau. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Jetzt kommt rosa. Dunkleres Blau. Also ich finde eigentlich solche Standardsachen echt cool. Ja, kann man halt echt viel mitmachen, ne? Auch zum Stanzen. Einfach prägen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen überblättert, aber jetzt kommt ja immer das gleiche Muster. Einmal Orange. Kommt schwarz, beziehungsweise Anthrazit eher. Also schwarz ist dann noch ein bisschen dunkler, obwohl hier ist es richtig schwarz. Jetzt
kommt Pink. Sie auch schon mal von einer anderen Firma gesehen. Da gibt es ganz viele einzelne so eine Blöcke. Und hier ist halt wirklich alles mit drinne. Ein Türkis oder Petrol, das sieht ja jeder ein bisschen anders. Nochmal richtig kräftiges Orange. So, das war's. Super Block. Auf zum nächsten. Und zwar habe ich noch einen Bobani. Ach so, dieser Block hier hat gekostet. Moment. Wo ist er? Ach. Ich finde ihn gerade nicht. Wo ist er denn? Ach hier. Der hat gekostet 7,49. 7,79. So, jetzt Bobani, 36 Stück. Auch hier steht nicht drauf, was das für Papier ist. Na gut. Bevor ich es wieder vergesse, gucke ich diesmal gleich. Der hat 3,59 gekostet. Wenn ihr euch ein Papier genauer angucken wollt, haltet einfach nochmal an. Weil das Video wird sonst einfach viel zu lang. So, jetzt geht's von vorne wieder los. Also dreimal das Ganze. Und dann hatte ich noch einen von Heidi Swap bestellt. Der war aber leider nicht mehr lieferbar. Die haben mich dann informiert per E-Mail. Wichtig ist, das lief alles in Englisch. War aber kein Problem. Also die scheinen das gut zu verstehen. Mein Englisch ist nicht so gut. Ja, ich sollte mir was Neues für den Preis aussuchen. Ich hätte auch das Geld zurückbekommen. Ich habe gesagt, packt mir irgendwas rein, wo er denkt, das passt und fertig. Der Shop ist so groß, ich hatte echt keinen Bock, mir da alles anzugucken. Und da haben sie mir den hier reingepackt von We Are Memory Keepers. Der Heidi Swap hätte 2,99 gekostet. Gehe ich mal von aus, der auch. Habe jetzt nicht nochmal geguckt. Und ich habe auch noch gar nicht reingeguckt. Und ja, das gefällt mir schon mal gut. Ja, schwarz, das sieht auch cool aus hier. Gut, das ist jetzt nicht ganz so meins. Aber will ja auch Sachen verschenken. Ja, doch, der ist cool. Auch mit diesen, also das ist jetzt nicht vom Licht hier, ne? Das ist wirklich ein bisschen heller hier. Der heißt übrigens Chalkboard oder so. Dann kommen wir zu den großen. Und zwar die 12x12 Inch. Einmal der sieht man natürlich auf dem weißen Tisch super. Aber ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Der ist jetzt auch eingepackt. Die habe ich nicht ausgepackt. Da sind 20 Stück drin. Sind ja nur weiße. Ja. Also hier steht auch was von Textur. Ach, Smooth Textur. Also hier ist wirklich. Der ist auch fein. Also da ist überhaupt keine Textur drauf. Und ja. Hier steht auch nichts weiter.
Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das für eine Qualität ist. Auf der Seite steht's. Aber da gucke ich jetzt nicht extra. Der hat gekostet 2,79. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Standard. Ich möchte ja gerne Alben basteln. Und da habe ich mir das hier mitgenommen. Vanilla. Hier steht Zucker dabei, 216 Gramm. Und zwar sind das einfach 60 vanillefarbene Blätter. Auch eine Textur. Ich guck mal, ob ich es hinkriege. Hier sieht man es. Ja. Die habe ich jetzt nicht ausgepackt, weil. Warum? Hat gekostet 13,99. Diesen hier. Auch wieder dieses American Crafts. Ja, 36 Stück. Der hat 7,49 € gekostet. Das ist eigentlich einer der teuersten gewesen. Dafür, dass so wenig Blätter drin sind. So, gucken wir mal rein. Wieder mal einseitig bedruckt. Sowas finde ich immer cool, ne? So Schrift. Ah. Ich drehe das mal ein bisschen. Ah, das ist auch wirklich lesen können. Ah. Cool. Wieder mal was ausschneiden. Das finde ich auch besonders schön, so ganz zarte Schrift. Bin ich mir echt unsicher, hat mir das schon. Moment. Nein, nein, das war eine andere Farbe. Weiter geht's. Hier auch mit Verlauf vom Hellen ins Dunklere. Und hier haben wir als Blätter, sehe ich gerade. Ein grünes. So, jetzt wiederholt sich. Zwei Blätter haben sich ausgelöst. Nein, schön. So, dann hier. Den finde ich mega. Der ist so einfach und so mega schön. 48 Blätter in diesen Farben. Papier steht mal wieder nicht drauf. Hinten auch nicht. Naja, gehen wir kurz durch. Nein, das ist nur die Pappe. Also man sieht das jetzt hier ganz schön. Ja. Und also hier immer so ein. Ja, es sind halt alles so braun. Oh, Brauntöne. Ich hoffe, man kann die erkennen, diese Brauntöne. Ganz dunkles. Dann wird es wieder heller. Ich zeige euch das mal hier immer im. Ganz wahrscheinlich schöner. Also echt wunderschöne Farben. Hat eine richtig. Moment, hier sieht man es, glaube ich, gerade gut, die Textur. Ah, nee. Ich muss dann noch mal das Dunkle. Und das. Moment, ich guck mal, ob ich die Textur eingefangen kriege. Kamera gekommen. Hier, das sieht so eine ganz. Ah, man sieht hier nur ein bisschen, ne?
Also, total cool. Der hat 11,99 gekostet. So, und jetzt kommen noch ein paar. Der hier. DCWV, was das so heißt. Dieser Stack 10. 180 Blätter in 12x12 Inch. Der hat gekostet 13,99. Einseitig bedruckt. Hier ist auch alles drin. So, jetzt wird es kompliziert. Ich probiere es mal aus. So. Auch hier werde ich jetzt nicht so viel sagen. Ich blätter die dann mal durch. Schneeflöckchen auch schön. Grün kommt ja auch immer wieder. Echt super mega schwer. Sieht auch cool aus mit den Blättern im Hintergrund. Von jedem drei Stück. Hier ist auch cool das Pünktchenmuster und hier unten drinne. Hat man ein Karo-Muster. Hier ist auch ein Karo-Muster drauf. Also ich habe mir die Sonne noch gar nicht angeguckt. Also vom Papier her ist es jetzt nicht so dick. Aber ich finde, es kommt ja immer darauf an, was man macht. Und für den Preis. Und nicht wundern, das ist hier so abgestuft, ne? Also es ist nicht dreckig oder so. Geht das Video schon wieder so lang? Aber geht nicht schneller. Ich möchte jetzt auch noch was sehen, ne? Oh, alles dabei, ne? Herzlich. Winter hat man schon. Sterne gehen auch immer. Eis. Eis und Popcorn. Naja, oh cool. Also es sind so ein paar Muster dabei, wie jetzt die Äpfel. Gut. Ja. Aber man muss nicht sagen, für den Preis sind so tolle Sachen dabei. Und eigentlich für jeden was. Was Buntes, was Dezentes, was Auffälliges. Was Blumiges. Schrift. Zuckerherzchen, Schneeflöckchen,
Also ich finde den absolute Klasse. Das ist echt so ein Ganzjahres, ne? Das war's. Das war der. Also schwer sind die, ne? Das Paket, der DVD-Fahrer hat bestimmt auch super gefreut. Kommen wir zu dem hier. Wieder so ein dicker. Hier sind 150 drin. Der hat gekostet 16 Euro. Wieder mal einseitig bedruckt. Oh, der löst sich von der Pappe. Aber nicht schlimm. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das war das erste Papier rum und guck dann mal. Also auch immer drei. Also dieses Papier ist sehr dünn, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr dünn. Jetzt auch, wie man sieht, farblich sortiert. Das werden jetzt alle Muster sein und die kommen dann in verschiedenen Farben. Ja, ist echt schwer. Ich mir natürlich nicht die Muster gemerkt. Ich kletter einfach weiter. Wieder die nächste. Nee, ich glaube, es sind unterschiedliche, ne? Also der ist halt echt relativ unspektakulär. Auch so ein Standard. Aber gerade wenn man anfängt, ist sowas unheimlich wichtig. Dass man erstmal ja, so einen Grund hat. Eine Grundausstattung. Aus der Hand. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Grün. Oh. Richtig schönes Türkis. Jetzt blau. Aber das war das Letzte. So, das war's. Ja. Wie gesagt, 16 Euro für 150 Stück. Aber finde ich jetzt auf die Schnelle nix. Nee. Ich schätze mal so, also das ist
schon so ein zwischen 80 und 100. Ich meine, da jetzt noch nicht so die Erfahrung, aber das ist wirklich nicht so viel. Und dann zum letzten, und das ist wieder so einer von Artemio Continents. 3x60 Designs, 180 Blätter oder Bögen. Hier steht sogar dabei. 100 Gramm. Noch hier ein Klebepunkt drauf. Naja, auch hier. Den mal rum. Und auch hier einseitig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Hier auch mein Rahmen, der ist komplett. Was jetzt so doof ist, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Muster wir angefangen haben. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht gemerkt. Auch schön, ne? Da hat man hier das Papier und dann hat man den Rahmen. Man kann ihn sich nochmal mit reinmachen. Etwas verrücktere Muster. Ist halt, das hier ist jetzt absolut kein Standard. Oh, das ist noch ein paar mehr. Das hier haben wir noch. Und jetzt war nur das dazwischen. Also wer auf dezent steht, den ist ja bis jetzt gar nichts. Wo dezent ist ja auch so eine Sache, das sieht ja jeder anders. Sehr schöne Farben, auch schöne Farbkombinationen. Ich bin gerade echt unsicher. Aber sowas hatten wir da schon. Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Ja. Und das ist auch der Anfang wieder. Jetzt kommt das Ganze nochmal. Und noch ein drittes Mal. So. Also, mit dem hören wir auf. Das ist also der letzte. Und ja.
Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal. Kostet ja nichts. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.